Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, und ich habe jetzt wirklich mal eine Woche Pause gemacht mit dem Spiel. Ja, man hat ja am Anfang noch viel gelesen, dass es da ein paar Bugs noch gibt, die noch behoben werden müssen. Einige hatten berichtet von Soundproblemen oder von zerstörten Speicherständen. Dann dachte ich einfach mal, ich mache jetzt mal eine Pause von dem Spiel. Eine Woche fasse ich das nicht an, warte auf ein neues Update. Und jetzt gab es vorgestern, da habe ich ein Update runtergeladen, nochmal irgendwie fast 19 GB. Und die habe ich jetzt runtergeladen und heute werde ich jetzt weiterspielen. Für euch gibt es da natürlich keine Unterbrechung, das läuft täglich weiter. Ich habe da ja zum Glück einige Folgen noch auf der Festplatte gehabt. Somit habt ihr keine Unterbrechung. Ich hatte aber eine Woche Pause. Einfach, ja, habe auf den Patch gehofft. So, wir haben hier noch einen Topf. In den Topf geben, ich kann noch was geben. Essen gerade nicht, bin voll ausgeruht hier. Ja, wir sind bei der Windmühle, wo Theresa uns hingebracht hat, die uns da gerettet hat, in Rattay. Schauen wir uns das doch Ganze hier erstmal ein bisschen an. Das ist sogar mitten in der Mühle. Man hört die Geräusche. Interessant. Oh, jetzt habe ich mich hier festgehakt. Hilfe! Hilfe, ich komme nicht mehr raus. Super, klappt ja. So, wir können springen. Okay, gehen wir mal raus. Es ist ein schöner Tag heute. Oh, guck mal, da oben haben wir auch schon wieder die nächste Burg. Eine ziemlich, ziemlich große Mauer. Das ist hier das Anwesen. Ich denke, wir sind an der Mühle. Wo ist denn die Mühle? Ich habe drin Geräusche gehört. Aber ich dachte, das wäre so eine Mühle halt. Also so mit so Windrädern. Ist wohl eher so mit Wasser betrieben, oder? Guck mal, die haben hier einen kleinen Damm. Wird das Wasser da ein bisschen gestaut. Ja, echt schön hier. Und was ich auch schön finde, ist, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Kingdom Come auf meinem Kanal. Ah ne, da ist ein Wasserrad, das hat die Geräusche gemacht. Damit treiben sie die Mühle an, mit dem Wasserrad. Nicht mit Wind. Das ist ja noch besser. Ist ja cool. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar neue Symbole wieder mal. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch ich konnte das jetzt die letzten Tage, wo ich nicht gespielt habe, ja beobachten, wie das Let's Play so ankommt. Und erstmal vielen, vielen Dank an alle, die hier täglich einschalten auf meinem Kanal und das hier verfolgen. Freut mich, wenn es euch gefällt. Und ja, ihr könnt das gerne, ganz gerne auch wieder unterstützen mit einem Daumen nach oben. Selbstverständlich freiwillig, wenn es euch gefällt, weiterhin. So, hier haben wir den Ort, was wir ja schon freigeschaltet haben. Skalitz, unsere Heimat hier oben. Rovna, dann Thalenberg. Und jetzt sind wir hier unten, ey. Da sind wir jetzt. Das ist aber schon ein ganz, ganz schönes Stück wieder weg. So, wir haben hier eine Hauptquest A. Begib dich nach Pirkstein für eine Audienz bei Herrn Ratzig. Ah, Herr Ratzig. Naja, was wird der wohl sagen, dass wir sein Schwert verloren haben, das uns geklaut worden ist. Das sieht aber sehr danach aus, dass das hier eine richtig große Stadt ist mit der Mauer. Und jetzt sind wir dort. Unterhalte dich mit Müller Peschek. Naja, der Müller, den die ganze Sache hier gehört. Davon ist er schon. Den haben wir natürlich auch jetzt viel zu verdanken. Hey, Herr Müller. Hey, Jungspund. Jo. Komm her. Ich bin da. Du bist der weggeht. Na, wo bleibt das Gespräch? Da ist er. Oh, schön mit der Haube auf hier. Toll. Neuer Style, das ist hier der Hipster Heinrich. Gespräch beenden. Kann ich was fragen? Nee, erstmal noch nicht. So, ich bin Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Erstmal höflich bedanken. Das ist das Wichtigere. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du?
Da legt er ja gleich hier richtig los. Also, müssen wir ihnen beweisen, dass sie kein Dummdödel sind. Okay, also das ist auch mal lustig gewesen, so in Mittelalterzeiten. Für alles, für jede Krankheit war immer die Hauptheilung Aderlass. Wir müssen Aderlass machen, bisschen Blut abpumpen, dann geht das schon wieder. Das war damals echt. Ne? Und jeder meinte dann, ich bin der Heiler, der große Heiler. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ja, wir machen ihnen ein Loch in den Arm und dann lassen wir das Blut rauslaufen. Das ist der Aderlass. Das passt. Und dafür auch noch viel Geld verlangen. Naja, waren andere Zeiten damals, ne? Könnte ich nicht einfach zahlen? Nee, ich höre mir erstmal an, worum es geht. Na schön, worum geht's? Na schön, was soll ich für dich tun? Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schicke dich auf ein Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Was ist er denn hier für einer? Zuerst war immer davon die Rede, dass er hier den aufgenommen hat und er so gütig ist. Und jetzt hat er hier irgendwelche Geschäfte mit Leichen am Laufen? Was ist denn er für ein Müller, ey? Also seine Mühle scheint ja nicht gut zu laufen, wenn er noch irgendwelche komischen, zwielichtigen Handlungen nebenbei machen muss, um das hier über Wasser zu halten, das Ganze. Erzähl mir mehr. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Tja, da hat er Glück gehabt, dass er an mich geraten ist, denn ich bin kein ehrenvoller Mann, genau wie ein Vorner, Ehre Kacke. Und wenn die Leichen tot sind, sind sie tot. Ich bin auch nicht gläubig, also von mir aus sind das einfach nur Kompost, Bioabfall. Ich mach das. Also gut, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Wenn du dich anstrengst, kannst du wahrscheinlich sogar Sodomie mit Ziegen schönreden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn's Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken bin. Ach, und noch was. Hüte dich vom Henker und seinen Tölen. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker? Mit dem solltest du dich nicht anlegen. Okay, da kriege ich nochmal einen Schnaps zum Speichern. Und ich darf dabei nicht gesehen werden. Alles klar. Neues Symbol da unten. Das ist aber nicht Hunger, oder? Das ist ein zerbrochenes Dings. Was sagt denn das schon wieder aus? Ich wollte nicht warten. So, da ist das Inventar. Ich habe aber keinen Hunger, oder so? Nee. Alter, redet der hier von Sodomie mit Ziegen, ey. Meine Güte. Welches Thema die hier anschlagen, das geht ja gar nicht. Uralte Karte, wo habe ich die denn alle her überhaupt? Das sind Schatzkarten oder so, ne? Truhenschlüssel. Ich habe echt viel Krams, ne? Muss man ja mal sagen. Ich habe ein paar Groschen. Wieso sind die Groschen denn da unten? 2,8. Mehr habe ich nicht. Ne. Eine Laune des Schicksals hat mich in den Besitz dieser sonderbaren Zeichnungen gebracht. Ich sollte herausfinden, an welchen Ort sie mich führen möchte und was das Schicksal dort in all der gegenwärtigen Hoffnungslosigkeit für mich bereithält. Das sind Schatzkarten. Aha. Da ist, das ist auf jeden Fall in Ratai.
Richtung Norden. Und da haben wir Neuhof. Ich weiß auch nicht, ob ich auf Neuhof mich befinde. Das erinnert mich an die Schatzkarten wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel oder sowas. Da hat man das auch so als Zeichnung gesehen. Da ist dann auch irgendwie am Fluss noch ein paar Hütchen und da soll es dann sein. Aber warum der Totenkopf? Bei Neuhof. Muss ich erstmal Neuhof finden. Wie heißt das denn hier? Am besten mal die Taste drücken nochmal. Hier steht ja irgendwie kein Name dran, oder? Da. Das ist nur die Rateimühle. Hier ist auch noch eine Aufgabe. Aktivitätengeber. Ich hatte ja auch den Aktivitätengeber in Dings da. Bei Thalenberg, wo ich jetzt erstmal so weit von entfernt bin, ne? Beschaffe Müller-Pescheks den Ring des Toten. Da unten ist es. Okay. Das ist ja recht weit weg. Okay. Also. Nochmal kurz ins Questlog schauen. So, der ehrbare Dieb, das ist das mit Pescheks. Optional, du solltest deine Schulden bei Müller-Pescheks begleichen, der für deine Behandlung aufkam. Und optional, beschaffe Müller den Ring. Also beides optional. Das Erwachen, das ist die Hauptquest. Und Vergeltung haben wir dann auch nochmal. Mache ich erstmal das mit der Nebenquest hier. Sonst hier noch Symbole eigentlich nicht. Ich gehe nochmal kurz rein und nehme nochmal einen Happen aus der Suppe. Bevor ich auf die Reise gehe, sozusagen. Kann ich nicht essen? Ich kann nur was in den Topf reingeben. Dann habe ich wohl noch nicht genug Hunger. Wenn ich da nicht essen kann. Habe ich mich schon gewaschen? Ja, ne? Gewaschen habe ich mich doch. Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Jetzt sagt er doch essen, aber sonst konnte man immer direkt aus dem Topf futtern. Jetzt kann ich hier nur was zugeben. In welche Richtung muss ich denn? Da, das A, bei Westen. Das ist das Bett. Kurz den Kompass checken, ob da noch andere Symbole auftauchen. Kann man hier auch so die roten Blüten zum Beispiel mitnehmen oder so? Die hier? Nee. Hätte ja sein können, ne? Auf dem Weg dahin natürlich noch die Augen offen halten, ob irgendwo noch weitere Nebenquests auf mich warten. Ein bisschen das Gebiet hier erkunden. Mit Therese habe ich jetzt gar nicht mehr gesprochen, aber geht schon. Guck mal, die steht da so, als hätte sie irgendwie was zu sagen. Der Gerber! Hier haben wir auch einen Gerber. Händlerin. Aber ich habe ja eh kein Geld, ne? Ich muss ja erstmal die Schulden abbezahlen, bevor ich mich hier wegen Ratei, okay? Wie ist Hanusch so als Herr? Aha. Wie lebt es sich in Ratei? Ja, wie lebt es sich denn hier? Wie ist das Leben in Ratei? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied. Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser. Das hört sich doch gut an. Okay, wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Na, da sind bestimmt einige hier gelandet. Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Tja, sie haben's schwer, keine Frage, aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lang hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Ja, Krankheit natürlich auch ein Problem, wenn so viele Leute wieder neu auf einen Haufen leben. Wegen der Hygiene damals. Ab und zu mal mit ein paar Leuten sprechen ist gar nicht so falsch. Auch um mehr über die Welt zu erfahren und sich einfach mal umzusehen hier. Ich weiß, andere Kanäle, sie sind schon viel weiter im Spiel und so, aber ihr kennt mich, ich bin halt nicht so, der so durchrennt und zig Folgen am Stück da raushaut, wo dann vielleicht das Gesprochene dann ich auch mal Happen vertragen. An Qualität verliert. Ich mag das halt nicht so, so am Fließband aufzunehmen, weil ich mir echt selber gerne die Zeit nehmen möchte, um die Spiele zu erleben. So wie bei Assassin's Creed. Wer bei mir Assassin's Creed geschaut hat, der weiß es auch, ne? 120 Videos und so. Und wie viel haben die anderen? Weniger. Schön hier. Pferd oder so habe ich ja noch nicht. Da gab es auch bei der Mühle jetzt nichts zu finden. Komme ich hier hoch eigentlich noch?
Hier komme ich durch. Wobei, ich muss ja die Leiche ausgraben, ne? Aber ich hoffe, ich finde da dann irgendwie eine Schaufel. Nicht, dass ich wieder das gleiche Problem habe wie bei den Eltern, dass ich keine Schaufel habe, um die auszugraben. Ich könnte einen Happen vertragen. Dass er das die ganze Zeit dann sagt mit dem Essen. Es ist störend mit dem Futter. Aber da habe ich mich ja schon drüber ausgelassen, dass ich dieses Essen für ein Spiel immer so nicht passend finde. Gut, wenn man so zweimal am Tag, ne? Also Tag, jetzt Ingame-Tag, wenn man da zweimal essen müsste, ist das ja kein Problem, das wäre ja realistisch. Jeder Mensch isst auch zweimal, vielleicht auch drei Mahlzeiten, so Frühstück, Mittag und dann abends noch ein bisschen. Völlig okay. Aber hier kommt mir das einfach so vor, als würde der ständig irgendwas essen wollen. Menschen hier beim Arbeiten. Oh, moin. Ein Bürger. Der schubst mich. Ja, sorry. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier weiterkomme zu dem Ort, wo ich hin muss. Soll ich einfach durch den Wald laufen? Führt eine Straße hin? Ach, Gott, so weit ist es gar nicht mehr. Das ist hier durch das Wäldchen durch. Sollte ich vielleicht einfach mal durchrennen hier. Ist gleich auf der anderen Seite von dem Wald. Schauen wir doch einfach mal. Ich breche hier auch nirgendwo ein oder so. Nee. Ich meine, unten neben den Lebensbalken sieht man ja, dass der Hunger ein bisschen steigt. Es ist aber auch echt gering. Und dass er da jetzt schon anfängt, die ganze Zeit zu reden. Ich hab Hunger. Das hätten sie da vielleicht auch ein bisschen weniger machen können. Boah, ganz schön steil der Berg hier. Komm schon. Scheint, der Ast hat mich aufgehalten. Ist aber an sich eine nette Atmosphäre. Man hört ein paar Vögel. Die Sonne scheint hier gut durch die Bäume. Dann diese leichte Musik dazu. Und einige haben ja auch gesagt, so ja, die Welt sieht toll aus. Aber es gibt zu wenig Tiere, die man so trifft. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Geht mal hier durch den Wald irgendwie bei uns. Ich bin ziemlich hungrig. Bei uns irgendwo. Geht mal da durch den Wald. Und dann sagt mir mal, ob ihr ständig Tiere seht. Wenn ihr mal einen Hirsch seht oder sowas, dann ist es echt mal ein Ereignis, weil die sind eigentlich sehr scheu. Sowas wie hier, das sehe ich bei mir hier auf dem Deich auch, hier in Hamburg. Da haben wir auch viele Schafe, die den Deich dann leer fressen, was den Gras angeht. Das sehen wir auch, aber jetzt so Wildschweine durch den Wald laufen und dann Hirsche zu sehen oder sowas, das ist nun echt selten, auch bei uns jetzt. Also da sollte man sich nicht wundern, dass hier in einem Wald jetzt auch wenig von den Wildtieren zu sehen sind. Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin schon hier, ne? Ich bin an der Markierung vorbei. Dann wohnt er hier unten. Ah. Haben sie den hier aufgehängt, hier oben? Und der Henker wohnt dann gleich nebenan. Ich soll ja mich eigentlich nicht vom Henker erwischen lassen. Aber ich muss ja noch graben. Ich habe keine Schaufel. Nochmal kurz die Questlog lesen. Was kann ich denn am besten machen? Müller Peschek und seine Nichte Theresa nahmen mich bis aufs fetter Tod. Optional. Da, beschaffe Müller Peschek den Ring des Toten und besorge dir eine Schaufel. Da steht da wieder. Immer dieses Schaufelarbeiten, ey. Aber wenn hier die Leiche irgendwo vergraben wurde, dann müsste der doch auch irgendwo eine Schaufel hier haben, wenn er der Henker ist, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich hier einfach so reingehen darf. Der hat ja Hunde. Ist hier jemand? Hallo? Hühnchen, ruf mal deinen Meister. Hier haben wir eine Axt, aber keine Schaufel. Aufgaben mit Schaufeln suchen finde ich ja immer schon nervig. Da sind die Hunde. Ist da hinten einer? Und hier ist ein Schwein. Die Hunde bellen schon. Ich bin ja hier einfach so auf dem Grundstück drauf, aber noch kam keine... Ich muss etwas zu essen besorgen. Noch kam keine... Der Magen. Ja, noch kam keine Nachricht, dass jetzt irgendwie ich hier unerlaubt drauf bin. Ich gucke hier nur, ob hier irgendwo eine Schaufel rumsteht.
Wahrscheinlich wäre bei der Mühle eine Schaufel gewesen und ich habe den ganzen Weg jetzt ohne gemacht. Es lebt noch. Schloss knacken natürlich mal wieder. Also ich sehe hier leider keine. Stehen nirgendwo Schaufeln rum. Vielleicht kann ich mit dem Typen ja. Ah, okay, da bin ich, da soll ich nicht rein. Da bin ich unerlaubt drin. Warum lebt, wo wohnt hier niemand? Nur die Hunde sind da. Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Keine Spur vom Henker. Wo der Typ begraben ist, weiß ich auch nicht. Da oben wurde er auf jeden Fall gehängt. So, schauen wir uns hier nochmal um. Das Blut ist noch frisch. Sind das Knochen? Aber auch keine Schaufeln. Wenn das mit der Schaufel sonst nicht klappt erstmal, gehe ich sonst erstmal zu einem anderen Questzeichen. Zu der Audienz bei Herr... wie hieß er noch? Raditz oder so? Nee, Raditz war bei Dragon Ball, ne? Da ist eine Schaufel! Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier steht einfach eine Schaufel rum. Habe ich nicht gesehen. Kann ich ihn nehmen? Ja. Aufheben. So. Besorgt ihr eine Schaufel. Aber... Wo ist der jetzt nochmal begraben worden? Das zeigt da oben hin. So. Schaufel habe ich besorgt. Yay! Das freut mich. Ich hab Erfolg. Ich habe eine Schaufel. War viel einfacher. Man musste sich nicht drum kloppen. Okay, auch jetzt da oben hin. Alles klar. Frage ist, ob ich hier einfach so jetzt buddeln darf. Ah, hier ist das Grab. Nice. Da ist es. Also hier ist er, ich habe ja weit und breit niemanden gesehen. Sollte ich vielleicht bis zur Nacht warten und dann graben? Damit mich niemand sieht? Oder sollte ich jetzt graben? Ich grab jetzt. Oh, guck mal, das geht aber schnell. Da ist der Körper. Nett gemacht. Allmächtiger, was für ein Gestank. Ja, wie ja. Wie lange liegt er hier schon rum? Nicht lange, das Blut ist noch frisch da oben. Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum Teufel ist er hin? Boah, der Gestank, gleich muss ich kotzen. Dafür reiß ich Peschek den Arsch auf. Kann ich... ich komme nicht raus aus dem Loch. Kann ich ihn auch wieder zugraben? Ich kann ihn doch hier nicht so liegen lassen. Wir können doch wenigstens den Sand wieder reinschütten. Eingraben geht nicht, das finde ich aber. Das haben sie schlecht gemacht. Weil jetzt, wo er ausgegraben ist, jetzt wissen die Leute doch, dass hier einer war. Da hätte ich ihn echt ganz gerne wieder eingebuddelt. Das wäre höflich gewesen. Okay, wir müssen zurück zum Müller, weil der Ring nicht da ist. Geht leider nicht anders. Questlog da. Stand da auf jeden Fall drin, ne? Da. Optional, kehre zu Müller Peschek zurück. Kein Ring da. Okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht, dass wir hier irgendwie den Berg runterrutschen und uns dann irgendwie beide Beine brechen oder so. Weiß man ja nie in dem Spiel. Ein Reittier brauchen wir auf jeden Fall auch. Aber erstmal Schulden abbezahlen, dann bei den anderen nochmal den Besuch abstatten und dann irgendwann mal ein Pferd kaufen. Fliegenpilz war da, habe ich aber jetzt aber nicht mitgenommen, weil Fliegenpilze sind ja eigentlich giftig. Vielleicht hätte ich...
Na, vielleicht sollte ich vielleicht sowas doch mal mitnehmen. Man kann ja auch irgendwie Nahrung von anderen Gegnern und so weiter vergiften. Oh, hier trifft man wieder ein paar Leute. Das ist die Bürgerin. Naja. Die heißen ja alle gleich Bürger und Bürgerin. Ich muss etwas zu essen besorgen. Ja, hier ist, der Magen. Hier ist was. Kann ich das einfach so essen? Da steht nicht dran, irgendwie klauen oder so. Dann hau rein. Dankeschön. Und wieder satt. Und schnell weg, bevor sie sieht, dass ich ihr da ein Löffelchen rausgenommen habe. Hey, pass auf. Flegel. Flegel? Ich geb dir gleich Flegel. Lernst gleich mal meinen Flegel kennen, ey. So, wir haben da eben noch ein weiteres Questzeichen gesehen. Hier ist es nicht zu sehen, aber auf dem Radar habe ich es gesehen. Das ist vielleicht irgendwo weiter hier oben. Hier ist es nirgends. Ich bin ja gleich schon wieder bei der Mühle. Aber guck mal, da ist in Richtung Norden ein Questzeichen. Eine weitere Aktivität. Naja, machen wir erstmal Stück für Stück. Die eine erstmal fertig. Eine sehr ruhige Folge heute. Aber ich glaube, es gibt in dem Spiel halt mehrere ruhige Abschnitte, wie jetzt auch. Eher ähnlich wie in Skyrim, ne? Wo man auch mal oft mal so einfach nur rumgegangen ist, sich die Welt angeschaut hat. Warum nicht? Du hast entdeckt Mühle. Die hatte ich schon vorher entdeckt. Dankeschön. Da ist der Müller. Müller, Digga. Müller, Digga. Nicht die Tür zu machen! Oh, die sind alle so höflich, die Leute hier, ey. So, lass mal den Sack stehen, ey. Guten Tag. Moin. Wie kann ich helfen? Ja, der Ring, Digga. So, kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Noch nicht. Erstmal hier, da war kein Ring. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Ich soll den Ring jetzt klauen, wahrscheinlich irgendwie nochmal bei dem beim Anwesen und dann vielleicht in der Kiste drin oder sowas, ne? Ist nur die Frage, wie ich da reinkomme. Muss ich wahrscheinlich nachts hin. Wegen den Hunden. Ich mache es aber. Es geht einfach schneller, hier die Schulden bei ihm abzuzahlen. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. So zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Aha. Ja. Wer kennt sich nicht aus mit Jungfrauennageln? Oh Gott, ey. So, ich kann Schlösser knacken? Nee, machen wir nochmal. Vielleicht so ein kleines Tutorial. Hab noch nie versucht, ein Schloss zu knacken. Hol mich der Teufel. Wie bin ich bloß an so einen Grünspan geraten? Dann muss ich's dir eben beibringen. Komm mit. Okay, spüre dem Ring im Haus des Henkers auf und lass ihn mitgehen. Die Kiste, da stand ich ja schon vor. Oh, jetzt sind wir hier bei dem Wasserrad-Dingsrad. Okay. Schloss knacken leicht. Gedrückt halten. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge nimmst du in die linke. Hast du's? Ja. Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst verkackst du's und musst von vorne anfangen. Okay. Du hast den Dietrich abgebrochen. Ja. Das Krachen war bis nach Kuttenberg zu hören. Das ist aber auch echt ätzend, ne? Vorsehen. Ein erfahrener Wachmann würde dieses Geräusch sofort erkennen. Ich habe schon gehört, dass das echt anstrengend sein soll, das Schloss knacken. Und dass die Entwickler gesagt haben, sie wollen dann Besserungen machen, gerade auf der Konsole. Das ist teilweise kaum zu schaffen. Weil du musst mit der einen Seite das hier drehen und mit der anderen Seite den Punkt die ganze Zeit bei blau halten. Das kriegst du halt mit dem Sticks nicht hin. Das soll selbst auf dem PC soll es ja schwierig sein.
Muss ich den ganz drehen, oder? Ah, da krieg ich, krieg ganz steife Finger bei. Ich krieg den gar nicht weiter gedreht dann, als da. Ach komm. Das ist echt nicht gut gemacht, das System. Wieso nicht so, wie zum Beispiel bei The Witcher oder irgendwie bei anderen Spielen? Selbst, wo war das? Selbst bei Skyrim ist das Schlossknacken leichter. Man kann so. Kann ich. Was geht nicht mehr? Habe ich keine Dietriche mehr wahrscheinlich? Du hast keinen Dietrich. Ja toll. Gib mir mal neue. Wo soll ich denn jetzt Dietriche herkriegen, wenn ich das hier noch nicht mal... Da hätten sie rein ja ruhig mal für das Tutorial unendlich Dietriche geben können, damit man das mal üben kann. Das ist nicht, ist ja nicht machbar. Da müssen sie wirklich nochmal was nachpatchen hier. Also auf Konsole mit den beiden Sticks hier, das geht nicht. Das geht nicht, ne? Da beschweren sich gerade alle drüber im Internet, habe ich auch gelesen. Schlossknacken, voll kacke. Muss mal gucken, ob sich da noch was bessert. Also ich krieg's nicht hin. Und jetzt bin ich jetzt hier. Guck mal, da ist das die Aktivität, dann noch ein Fragezeichen. Und jetzt, jetzt sag mal bitte, wie ich die Kiste öffnen kann, wenn ich das mit dem Schlossknacken eh nicht hinkriege. Das ist die ganze Quest in Arsch. Und schon kommst du nicht an deine Schulden. So, vielleicht kommt man da ja auch irgendwie noch anders ran. Spüre den Ring im Haus des Henkers auf und lass ihn mitgehen. Naja, wahrscheinlich nicht. Und ich kann den auch nicht anquatschen, wahrscheinlich den. Warum kann ich eigentlich nicht mit dem hier reden jetzt? Hey! Jetzt hängt das Spiel wahrscheinlich immer noch in dieser Quest fest, dass ich da mit ihm, dass ich das Schloss aufknacken muss und er wartet jetzt die ganze Zeit und ich habe keine Dietriche mehr. Da müssen sie echt nochmal wissen, was nachbessern. So, ich werde jetzt aber eine Runde pennen gehen. Und dann machen wir mal in der nächsten Folge weiter und gucken wir mal, ob wir da noch irgendwie was hinkriegen mit der Quest und dem Schloss knacken und ob ich irgendwie neue Dietriche bekommen kann. Ich kann den Müller gerade nicht anquatschen, der steht da draußen und wartet. Naja, schauen wir mal. Ja, vielleicht hat die ruhige Folge heute trotzdem ein bisschen gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sage ich wie immer ciao, bis zum nächsten Mal.